In diesem Video möchte ich Ihnen die Anwendung des schichtigen Messgeräts ET111 demonstrieren. Dazu haben wir ein bereits vorkalibriertes Gerät vorbereitet und dementsprechend ein Automodell zur Vorführung hier positioniert. Okay. Zunächst schalten wir das Gerät durch einen Druck auf den Sensor ein. Danach schalten wir die Displaybeleuchtung ebenfalls ein, damit wir die Messwerte besser erkennen können. Zur Feststellung einer Standardlackdicke eines Fahrzeugs empfiehlt es sich, das Dach zu verwenden bzw. die Lackdicke auf dem Dach zu messen, da das Dach in der Regel nicht beschädigt wurde. Das machen wir jetzt hier auch dementsprechend auf unserem Modell. Wir erhalten einen Messwert von 70. Jetzt imitieren wir sozusagen eine nachlackierte Stelle durch unsere Standarddickenfolie mit 102 Mikrometer, indem wir die Folie auf das Dach drauflegen. Das wäre jetzt also sozusagen unsere Nachlackierung. Der Messwert hat sich jetzt dementsprechend um die Dicke der Folie erhöht. Jetzt machen wir noch eine Rundummessung um das Fahrzeug an verschiedenen Stellen. Dass es jetzt hier zu Abweichungen in den Messwerten kommt, an relativ nahe aufeinanderliegenden Stellen. Das liegt daran, dass der Autolack eine wellenartige Struktur aufweist. Also sprich, man kann sich das wie eine Art Orangenhaut vorstellen und durch diese Struktur kann es eben zu Abweichungen von bis zu 30 Mikrometern kommen. Das ist aber kein Hinweis auf eine Nachlackierung. Sie sehen, dass das Display non-fair anzeigt. Non-fair bedeutet nicht eisenhaltig in dem Fall. Unser Modell besteht aus Aluminium und das Gerät hat dies automatisch erkannt. Also sprich, es erkennt automatisch den Untergrund, ob es sich eben um einen nicht eisenhaltigen Untergrund handelt oder um einen eisenhaltigen Untergrund. Um Ihnen diese automatische Erkennung zu demonstrieren, habe ich hier eine Kalibrierplatte aus eisenhaltigem Metall vorbereitet. Ferrous, also für Eisen. Dann nehmen wir hier eine kurze Messung vor, erhalten den Wert 0, genauso wie es sein soll. Und Sie sehen, das Gerät hat sich schon auf Fair umgeschaltet, also sprich automatisch den Untergrund erkannt. Jetzt imitieren wir auch hier eine Nachlackierung durch unsere Standarddickenfolie 102 Mikrometer. Dementsprechend. Wir erhalten den Wert 100, das ist exakt in der Toleranz der Folie. 102 plus minus 2 Mikrometer. So, sollten Sie das Gerät versehentlich beispielsweise durch Druck auf die verschiedenen Tasten verstellt haben, beziehungsweise falls das Gerät einem elektromagnetischen Feld ausgesetzt war, dann können Sie es durch Druck auf die Nulltaste in die Werkseinstellung zurücksetzen. Das machen wir jetzt mal kurz hier. Ich drücke also die 0 so lange, bis hier vier kleine Nullen erscheinen. Das bedeutet, das Gerät ist jetzt in die Werkseinstellung zurückgesetzt. Die Lackdickenunterschiede können auch in der Werkseinstellung problemlos gemessen werden, da diese in der Relation trotzdem immer gleich bleiben. Ich würde es auch mal kurz vormachen. Also hier
Ja, messen wir auf unserem Dach wieder. Wir haben einen Wert von 74. Dann imitieren wir wieder unsere Nachlackierung durch unsere Folie mit der Standarddicke 102 Mikrometer. Und Sie sehen, der Wert hat sich entsprechend erhöht. Und man könnte jetzt auch hier genauso gut in der Praxis eben Hinweise auf eine Nachlackierung ziehen, ja, oder finden, obwohl das Gerät sich in der Werkseinstellung befindet. Das Gerät wird sich in ca. 30 Sekunden von selbst ausschalten. Die Vorführung ist hiermit beendet.